Ja, und wir blicken jetzt live nach Paris. Meine Kollegin Sabine Boland ist da vor Ort. Frau Boland, wie war denn die Nacht in Frankreich? Die Nacht ist diesmal sehr viel ruhiger verlaufen als die 5 Nächte zuvor. Aber es gab immer noch 157 Festnahmen. Es gab 3 Verletzte und es gab immer noch zahlreiche Brände auf den Straßen und auch ausgebrannte Autos. Aber insgesamt kann man sagen, dass sich die Lage im Gegensatz zu den 5 Nächten davor sehr beruhigt hat. Können Sie uns vielleicht ein bisschen näher sagen, wer die Täter sind? Wer sind diese Jugendlichen, die da auf so die Krawalle befeuern? Das sind zumeist junge Männer, teilweise sehr junge Männer. Wir hören von sehr, sehr vielen Minderjährigen, die auch festgenommen worden sind, aus den Vorstädten, aus den sogenannten Banlieues von Paris oder auch von anderen Städten. Marseille ist betroffen, Lyon ist betroffen. Das sind junge Männer, die meist einen sogenannten Migrationshintergrund haben, die aber natürlich Franzosen sind. Aber diese jungen Männer fühlen sich abgehängt, schon seit langem von der französischen Gesellschaft. Sie haben schlechtere Bedingungen, was Arbeitsplätze angeht, sie haben schlechtere Bedingungen, was Bildung angeht, sie haben schlechtere Bedingungen, was Wohnverhältnisse und Infrastruktur angeht. Und da hat sich eine Menge Wut aufgestaut, die sich jetzt in diesen Ausschreitungen bahnbricht. Heute wird es ein Treffen geben. Emmanuel Macron trifft sich unter anderem mit mehreren Bürgermeistern von den betroffenen Städten. Ist das der richtige Weg, aus der Situation rauszukommen? Was ist da zu erwarten? Zunächst haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landes zu einer Solidaritätskundgebung heute Mittag vor sämtlichen Rathäusern des Landes aufgerufen. Sie erhoffen sich, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger kommen, um zu zeigen, Gewalt ist keine Lösung. Dann wird sich Macron morgen mit 220 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus den betroffenen Gemeinden, die jetzt angegriffen worden sind, wo es massive Zerstörungen gab, treffen. Und sie werden gemeinsam überlegen, wie man die Situation lösen kann. Macron spricht davon, er möchte nachdenken und verstehen die Situation. Und ich glaube, es herrscht insgesamt eine ziemliche Ratlosigkeit in der französischen Regierung, wie man dieser Situation nun begegnen kann. Es gibt verschiedene Krisengespräche sind geplant. Es ist ein ständiger Krisenstab eingerichtet worden. Also es wird darum gehen, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zusammen zu überlegen, wo sind genau die Knackpunkte, und diese Knackpunkte müssen dann auch so schnell wie möglich geändert werden. Was das ist, habe ich bereits gesagt. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Bildung, es geht um Infrastruktur. Wie wird das jetzt auf der anderen Seite weitergehen? Glauben Sie, dass die Krawalle weiter abebben, oder wird das jetzt wochenlang dauern? Da kann ich wirklich nur spekulieren. Ich glaube, ein Ende der Gewalt ist wahrscheinlich, es ist noch zu früh zu sagen, es ist ein Ende der Gewalt in Sicht. Aber die Menschen sind müde. Sie haben die Gelbwesten-Proteste hinter sich. Sie haben die wochenlangen Proteste gegen die Rentenreform hinter sich. Jetzt kommen diese Ausschreitungen. Es sind jeweils unterschiedliche Gruppen, die da auf die Straße gehen. Aber die Französinnen und Franzosen sind insgesamt müde. Insofern kann man nur hoffen, dass die Gewalt nun weiter abnimmt. Aber ich glaube, von einem Ende der Gewalt zu sprechen, ist noch viel zu früh. Das hängt auch sehr davon ab, wie die Politik sich jetzt nun positioniert und was sie für Versprechungen macht und ob sie die Versprechungen dann natürlich auch umsetzt. Herzlichen Dank, Sabine Boland war das in Paris.